Und damit herzlich willkommen zu unserem kleinen Let's Test Worms mit mir, dem Matt und dem Guten Jan. Tag. Guten Tag. Wie sagt man das eigentlich immer dazu? Damit die Leute wissen, wer wer ist. Ach so, falls einer. Nee, ich meinte das mit dem Let's Test, Let's Play. Hat schon ein bisschen was Affiges, Also Let's Play wäre ja, wenn wir das komplett durchspielen ne? Ach würden, was so. hier nicht geht. Das eine Szenario spielen wir ja schon durch. Ist ja Multiplayer. Das andere wäre Let's Test, weil wir ja für was anderes versuchen rauszufinden, wie das läuft, wenn wir beide auf einem Mikro aufnehmen. So, ich starte einfach mal das Spiel und dann gucken wir mal. Genau. Außerdem kann man dann besser unterscheiden, wer wer ist, weil ja, die Stimmen, Ach wenn du so. dich vorstellst, weißt Ach so. Ja, nein. Ich glaube, wir reden gerade ein bisschen aneinander vorbei. Macht aber nichts. Lass uns Und die Welt anfangen. hatten wir Ich will das deine letzte Würmer Mal. umbringen. Ja, die war auch irgendwie ein bisschen scheiße. Genau, das muss ich nämlich dazu sagen. Die Leute wissen das wahrscheinlich nicht. Das letzte Spiel habe ich krass gewonnen. Das konnten wir aber nicht nehmen, weil die Tonaufnahme ja scheiße Richtig, wir nehmen war. nämlich nur die Dinge auf, wo ich gewinne. Die werden auch veröffentlicht, die anderen werden alle nicht veröffentlicht, weil Jan das einfach nicht wert ist. Genau. Ihr seht, das wird noch ein langer Abend für mich. So, Leute, Daleks, das bin ich, und der Jan, der spielt irgendeine andere Gruppe, die kenne ich jetzt nicht, aber sind ziemlich scheiße auf jeden Fall. So, ich sitze schon wieder hier im Felsenbunker fest. Stimmt, das ist noch so eine dämliche Pflanze. Warum? Warum? In allgemeiner Unfähigkeit. Ich habe da nur Der gedrückt und er ist erste Wurm sofort. ist schon tot. Das wird richtig ein richtig langer Abend. Ich sehe das schon. So, ich gucke mich auch mal ein bisschen um. Warum bin ich denn hier komplett hier unten? Du Scheiße, wer Und der ist? Was Affe sollte ist da das denn? oben. Ich hab doch. Die Bazooka musst du doch gedrückt halten. Warum schießt er denn dann irgendwie? Man Warte weiß mal ab, bis es du eine nicht. Bazooka benutzt. Man weiß es nicht. Es gibt eine Bunkerbombe. Das finde ich schon mal gar nicht schlecht. Wir graben uns jetzt hier mal so langsam hoch. Zwecks töten. Scheiße. Vielleicht sollte man noch ein bisschen leiser machen. Den Sound. Ja. Genau. Okay. Schon. Okay, so. Wir sitzen hier mal. Direkt in den Kopf. Wir gucken, ob das geht. Da geht das. Nein, das geht nicht! Doch, das geht wohl! Nein, das geht nicht! Siehst du, das geht nicht. Ah, der war eh unfähig. Leute sich in Al-Qaida umbenennen, weil das alles so Selbstmordattentäter sind? Ausgezeichnet! Das läuft doch schon mal ganz dämlich. So, der Pimmel da unten muss weg. Ich denke mal, das mit der Bunkerbombe ist eine schlechte Idee. Die kriegt er jetzt mal aus dem Auge. Ne? Säuft er dann ab. Das muss ja aber auch an derselben Stelle explodieren. Ah, okay, die macht nicht so viel. Ja. Ah, Ja, wir okay. sind auch noch nicht so wirklich mit dem Spiel vertraut. Ein paar Runden haben wir schon gespielt. Warum heißt das doch auch Let's Test, denke ich mal, oder nicht? Nee, wenn wir schon voll die Pros wären, dann wäre das ja kein Test. Ne? Mag. Nee. Mag ja, sein. Enorm schlauerig argumentiert. Irgendwie sitzen deine Würmer alle ziemlich trocken. Mach ich jetzt. Was macht denn? Aufgeben. Ja. Wo kann ich hin? Was soll das? Ja, ne? Kein Problem. Ich hab's hier gefunden. Ich muss mir überlegen, wie macht das denn am dümmsten? Muss ich da raus? Du kannst einfach so spielen, wie du immer spielst. Das reicht schon, das hat schon ein bisschen. Meinst du? Wer hat denn noch letztes Spiel gewonnen? Ich glaube, das war ich. Wer hat denn die anderen vier Spiele davor gewonnen? Ich glaube, das war ich. Nee, weiß ich nicht. Doch. Nein, ich habe keine Erinnerung mehr. Ja, ja. Ich habe dich derartig verprügelt, dass du nicht mal mehr weißt, was da nee, war. Nee. Alles vergessen habe. Darf Matt auch nichts glauben. In Wirklichkeit ist er ein 1,5 Meter großer Koreaner. Deswegen hat er auch keine Kamera.
Das erinnert mich gerade an den einen Typen. Ich meine es. Bei irgendeinem Let's Play sagt er das auch immer. Der hat keine Facecam, weil er 17 Jahre alt ist. Ja. Und nackt. Ach so. Und gar kein Schwarzer, genau. So war das. Auf den Deckel! Ich glaube, da wäre vielleicht Dynamit runter. Ja, das bleibt oben hängen und dann kriegst du das selber. Nee. So. Mickey Mouse. Nun jetzt kalt. Na, das funktioniert so nicht. Der Wind steht schlecht. Komm. Aber danke, dass du mir die Mine vermeidest. Nur ein bisschen mau, wa? Das war dumm! Nee. Das war einfach nur blöd, war das. Dämlich wie noch nie. Ich zeig dir mal, wie das richtig geht. Okay, erstmal stellt man sich in eine sichere Position. Ja. Dann wählt man den Luftangriff aus. Ja. Dann hält man den Finger im Wind und guckt, wo der Wind steht. Und der Wind steht nämlich überhaupt. Also macht man das so. Und dann kommt der Luftschlag. Ja. Ne? Und er trifft genau deinen Wurm. Der landet auf dieser Mine. Vom Fass kriegt er Schaden. Brennt sich noch halb tot. Und kriegt nichts. Ich hab noch mal so eine. Rein spirituelle. Dann stell die. Ja, normale Leute, wenn die den Wind messen wollen, dann stecken die sich den Finger in den Mund und lecken den an. Warum hast du diese Sondervariante? Kannst du das erklären? Ja, klar, weil das länger hält. Eine cremige Cremigkeit. Hier, guck mal, der Wind, den hast du nicht beachtet schon wieder. Ich hab's dir gesagt. Finger nicht im Po gehabt. Aber drumrum gelabert. Wissen wir zumindest, dass der nix weiß. So viel ist klar. Verstehe. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Eine Oma. So, mal eben gucken hier, welche von deinen Affenwürmern hier noch existieren. Alle. Der da. Requesting action. Die sind ja irrelevant, deswegen, ne? So, die Mine hüpft nach da, hüpft nach da, hüpft da. Ah, hast du Lack. Affenkopf. So, wer ist dran? Er ist dran. Ausgezeichnet. Hopp! Jetzt nochmal schön einen Sprung ins Wasser mit dir. Nee. Was passiert denn jetzt? Was machst du denn jetzt? Nein! Obwohl, nee, das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Nein! Nein, das ist auch nicht gut. Moment. Flinten. Ja! Ja. Und da hat er sich selber geschrotet. So dämlich kann man nicht sein, ey. Das gibt es nicht. Derartige Dummheit gepaart einem einzigartigen Ego. Das ist nur der Jan. Da erlebte ihn live in Farbe mit Knusperwölkchen. Ja, das ist alles gut. Genau so. Jetzt muss ich nochmal das Dynamit schnell ausgehen. Nein, nicht das Dampfhaus. Das Dynamit. Machen wir hier ein Loch und verziehen uns. Bam! Und ab in dein kleines Grübchen. Ihr habt ja dann in so einen Wurmschwanz gegraben. Da kannst du den drin verbuddeln. Ist klar. 6 Feet under. Ich das schon, das ist alles gar nicht mal so gut. Macht aber erstmal nix. Jan muss übrigens noch erklären, warum die El Ganelo heißen. Jan ist nämlich in Wirklichkeit Mexikaner. Das muss man dazu sagen. Ich auch. Was ist denn gegen Mexikaner? Nichts. Ich habe sogar gar nichts gegen Mexikaner, die arbeiten alle mal gar nicht. Oh, hast du Glück. Hast du Glück, ey. Und mein Haar und 3 Borsten. Aber geht alles. So, hi Schnuggi. Ich hab gehört, dass du jetzt hier erster großer Spieler der Football League bist. Ja, wirklich. Und du da quasi gegen diese Kante, siehst du diese Mini-Kante, da werde ich dich jetzt gegenschlagen. Nein, die gibt's gar nicht.
Nein! Ah, warum ist er denn nicht nach oben gesprungen? Ich hab das Doppel geklickt. Ficker! Ich glaube, wir dürfen das Spiel nicht wieder spielen, wenn gebannt von dem Spiel selber, wegen krasser Unfähigkeit oder so. Ja. Ist nicht noch irgendwie so ein Nuklearschlag? Nee. Oh, ist so. Ja, sehr schön. Ja, ich mach das wenigstens nicht an der Kante oder so ein Scheiß. Ah, ich wollte zu viel. Ich wollte zu viel, ja. Das schon. Ich hab's da übertrieben. Aber. Haben wir noch ein paar Daleks? Zwei. Eliminieren. Eliminieren. So. Hä, du hast dich da in deine Wand eingegraben. Ja. Das ist mir wohl nicht mehr gefährlich in diesem Spiel. Wieso? Der Wind weht nach da, deswegen setze ich das Ding nach hier. Dann macht das wupp. Nee, alles so geplant, alles so geplant. Das ist alles in Ordnung. Das ist genauso, wie ich es haben wollte. Der ist derartig tot, dass ihn nicht mal mehr das Wasser irgendwie umbringen kann. Ja, mein Bremser. Der Nachbarn bringt, glaube ich, auch unter Wasser. Ja, ja, der brennt weiter. Der ist wie ein Bengalo. Ein kleines Bengalo-Würmchen. Nein! Oh! Und ich! Sieg! Sieg, sagt er! Sieg! Nazi! So. Sieg steil! Ist erstmal hier. Ganelo ist dem Tode geweiht. Ja. Ja, super. Ja, wir haben die Zeit, euch noch zu beleidigen. Wie viele Würmer hast du eigentlich nicht mehr? Ich glaube, es ist einer gestorben. Ne, sind zwei gestorben. Wie viele Würmer hast du noch? Zwei, glaube ich. Mehr! Wenn Dummheit auf Bäumen wachsen würde, bei Jan hätte man jede Menge zu pflücken, meine Damen und Herren. Hochverpupstes Erlikum. Hier sieht man. Was war das denn? Dummheit in Perfektion. Da ist mir das Jetpack ausgegangen. Alles klar. Er wäre eh dem Tode geweiht. Ja, das ist nicht so wild. Das ist überhaupt nicht so wild. Und jetzt kommen die Schafexperimente. Das geht schon. Hüpf, Schaf, hüpf! Juhu! Ah, das hat mich nicht umgebracht. Was mich nicht umgebracht hat, macht mich stärker. Ich hätte einfach da oben rumhängen sollen und haben sollen, dass ich tot bin. Ja, ein taktischer bisschen ab vom Pattern, Geniestreich. Dummer Wurm! Du musst das schon blenden. Das ist wichtig. Ja, aber. Dass du das auch setzt. Na? Alles fit? Alles super! Wir haben nämlich neue taktische Möglichkeiten entdeckt. Hahaha! Das war nämlich so ein Treppchen. Aber. Zwei Linkart hier. Nein. Und zwar möchten wir gerne ihn bitten. Bin jetzt ja mal gespannt, ob das so klappt, wie ich mir das gedacht habe. Wahrscheinlich nicht. Ja, das könnte nicht. Das sieht gar nicht so schlecht aus. So. Ah, man nimmt den direkten Weg, okay. Ja. Den Rock Average. Oh. Daleks sind dran. Herrscherrasse. Zacka. Deine Mama ist ein Kaugummi.
Deine Mama ist ein Astronaut. Das ist ja nicht nur Astronaut. So, er ist dran. Dann muss er jetzt mal. Ich muss ihn nicht jetzt mal. Außerdem ist deine Mama wie ein Spargelfeld. Einmal im Jahr kommen 25 Polen vorbei, um sie zu stechen. Ja. Ja. Die Witze haben wir uns in der Grundschule erzählt. Du warst doch gar nicht in der Grundschule, du warst auf der Baumschule. Ja, und? Muss ich da nicht so ärgern, das schon. Hä? Nein, alles gut. Ja. Alles völlig in Ordnung. Weine nicht. Bleib ganz locker im Gemüsebeet. Ganz locker. Was machen wir denn da jetzt? Wir machen jetzt ein Feld. Ah, der Wind steht gut. Der Wind steht gut. Hab ich das Ding jetzt noch ausgewählt oder war es das mit dem? Man weiß es nicht. Ich hab ihn doch aufgemacht. Muss man gedrückt halten, um den scheiß Fallschirm aufrecht zu halten? Ich nehme mal stark an. Jetzt leider keine Dings mehr. Irgendwie ist mir das zu risky, aber ich könnte mich jetzt nach oben teleportieren und kann jetzt viele Granaten runterschmeißen. Irgendwie gibt's wenig Kisten. Ja, total wenig. Ich hatte auch mit dem Esel gerechnet oder so, war. Und irgendwie 2-3, aber dann war's das. Sieg! Das denkst du so laut. Naja, ich muss noch eben mal hier schlau überlegen. Ich muss mal gut auf einen Haufen machen. Requesting action. Ach, schon wieder! Das kann nicht wahr sein, ey. Kann nicht angehen. Ich hatte nämlich ähnliche. Ja, stell dich bloß nicht an der Ecke und versuch den Double Jump. Der springt dann nach vorne. Okay. Ja, wahrscheinlich, weil er abfällt. Ja, aber normal springt er eigentlich gerade nach oben. Okay. Funktioniert auch. Interessant. Der Art nicht funktionieren. Doch. Da war Next Level. Was ist denn dein Fighter? Hast du nur noch einen? Ich hab den noch gerade doppeljumped ins Wasser. Ich hab mich schon gewundert, warum du nicht derartig gelacht hast. Ich glaube, ich habe gerade einfach woanders hingekommen. Ich habe schon zwei verkuckelt. Ah, okay. Das war schon richtig doof. Ein Giftangriff. Oh, Mann. Mach das nicht, ich knall dich auf den ab. Ja, ich habe nur gehofft, dass ich irgendwas richtig Cooles kriege und du... Gemessert! Wieder das derartig vermuckelt. Nee, wir machen das jetzt, safe. Hallo, Snooki. Schön mit dir gedient zu haben. Ja, ja. Na gut. Das erste Spiel gegen Jan verloren in meinem ganzen Leben. Nein. Aber. Was ist mit dem von vorhin? Da kann man nichts machen, das gab's nie. Ach so, speichert er nicht. Gut. Wir waren am genauesten, alle anderen waren irrelevant und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.